Guten Morgen oder guten Mittag. Als ich in Gedanken sozusagen diese Veranstaltung durchgegangen bin, habe ich uns im Innenhof bei dir im Lauschigen sitzen sehen in der warmen Sonne. Es ist jetzt ein bisschen anders. Wir sind hier zu viert bei Uta im Atelier. Das sind Uta, Christoph, der Erik und ich. Wir sind heute hier, weil wir uns getroffen haben, um in der Reihe Denkmal, der Gesprächsforumsreihe der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Koralle e.V., um heute das Thema Kunst im öffentlichen Raum aufzurufen. Zu normalen Zeiten finden diese Veranstaltungen mehrfach im Jahr statt. Normale Zeiten außerhalb von Corona und anderen Pandemien. Wir haben aber gerade die Corona-Pandemie und wir sind deshalb darauf gekommen, dass wir dieses Thema Kunst im öffentlichen Raum in Form eines Spaziergangs durch die Stadt gestalten wollen. Und das Ganze wird von der Partnerschaft für Demokratie und der Stadt Heiligenstadt unterstützt. Ich fände es toll, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet. Und wie wir das dann mit Erik machen, der die Kameraführung hat, das müssen wir uns dann nochmal überlegen. Ja, ich bin Uta Österheld-Petri. Ich arbeite hier als Malerin, Grafikerin, gestalte Objekte, kleine Skulpturen. Und zu meiner Arbeit und dem Atelier werde ich später noch was sagen. Ja, mein Name ist Christoph Haupt. Ich bin freischaffender Bildhauer und seit 2013 hier in der Stadt. Zunächst als Stipendiat hierher gekommen für ein Jahr und dann hier geblieben und lebe und arbeite als Bildhauer in der Stadt hier in meinem Atelier. Ich bin Erik Seehof, ich bin Musiker, Fotograf und Videograf. Ich bin hier eigentlich als Stadtkünstler aktuell gerade in der Herrenmühle. Ich bin mit dem Rad von Deutschland bis nach Thailand gefahren, habe dort unterwegs Musik komponiert und habe die dann hier jetzt aufgenommen. Davon gibt es auch ein Album und aktuell beschäftige ich mich halt gerade mehr mit Videografie und Fotografie und schau mal, wo die Reise hingeht. Uta, ich kenne den Raum, da sah er noch ganz anders aus. Das ist viele, viele Jahre her. Vielleicht kannst du uns, es wäre glaube ich an dieser Stelle ganz gut, wenn du uns was über den Ort, an dem wir uns befinden, erzählen kannst. Ja, also das Atelier, das gibt es jetzt genau seit 20 Jahren. Über viele Jahre habe ich hier auch verschiedenste Seminare und Kurse stattfinden lassen. Kunstkurse, Malkurse, Zeichenkurse, Ausdrucksmalseminare und verschiedenes anderes. Und habe das aber schon immer auch für meine eigene künstlerische Tätigkeit genutzt. Also Malerei, das sind zum Beispiel diese beiden Arbeiten aus der Serie Eden. Die sind in Tempera, also Eiöl-Tempera und Ölfarben hergestellt. In dieser Serie Eden geht es um die Sehnsucht des Menschen nach einem heilen Ort. Wir fahren von Nord nach Süd, um da unser Eden auf irgendeiner Urlaubsinsel vielleicht zu finden oder in irgendwelchen interessanten Landschaften. Und andere Menschen kommen aus ganz anderen Gründen von Süden nach Norden, um Schutz zu finden, also vor Krieg und Verfolgung und Armut. Diese Suche nach diesen heilen Orten, das ist so ein Thema, was die Menschen schon immer beschäftigt hat. Und es hat schon immer so Wanderungsbewegungen gegeben zu anderen Orten, wo man sich versprochen hat, besser zu leben als da, wo man herkam. Hier bin ich an einer neuen Serie. Das Bild ist noch in Arbeit. Und diese neue Serie heißt Temps, das ist das französische Wort für Zeit und heißt aber im Französischen auch Wetter. Und ich fand diese Doppeldeutigkeit des Wortes irgendwie interessant. Und eigentlich sind es so Stimmungsbilder, also so die Stimmung, eine bestimmte Lichtstimmung, die sich spiegelt im Fluss der Zeit. Ja, hier drüben sind noch Bilder zu sehen aus der Serie Inside. Also Inside heißt für mich innerhalb dieser Schluchten. Ich fand diese Situation in den Schluchten sehr interessant, weil es fast was Körperliches hatte, dort zu sein. Also körperlich wirkte dieser Stein wie was Organisches. Und ich habe mich dort gleichzeitig wie umfangen gefühlt davon, wie geschützt, aber auch ausgeliefert, weil es gab da auch kein Wegkommen, kein Rauskommen. Ja, seit einiger Zeit arbeite ich auch mit so kleinen Fundstücken. Wie zum Beispiel hier so ein Holzstück, was ich am Strand gefunden habe. Das habe ich bearbeitet und zusammengebracht mit einem Stein hier, den ich hier auf dem Grundstück gefunden habe. Das ist ein Stück Sandstein von dem alten Steinbruch meiner Urgroßeltern. Zurzeit hängt ja noch in meiner Galerie, die wir dann auch gleich nochmal besuchen können,
eine Ausstellung zum Tag der Druckkunst, der am 15. März war. Diese Ausstellung konnte bisher noch gar nicht wirklich besichtigt werden wegen des Lockdowns. Was ich hier zeige, sind Arbeiten, die jetzt ganz neu entstanden sind. Diese Arbeiten hier, das sind Monotypien. Das heißt, also die Basis des Bildes ist ein Druck, der nur einmal gedruckt wird, deshalb Monotypie. Und die sind aber malerisch bearbeitet. Hier sind einige Holzschnitte zu sehen. Das ist ein Holzschnitt von drei Platten, also eine Hintergrundplatte, die Baumplatte und die Laubplatte. Und hier habe ich eine Kombination von Monotypie und Holzschnitt. Also es ist eine Monotypie als Hintergrund und darauf ist ein Holzschnitt gelegt. Diese Figurinen habe ich mal in so Objektkästen reingesetzt. Die erinnern mich ein bisschen an so Schmetterlingskästen, wie man sie früher so gehabt hat. Oder auch so Motivkästen. Also. Und jede dieser Figurinen hat so eine andere Art, in der Welt zu sein. Ich glaube, wir können jetzt losgehen. Ich habe draußen auch schon noch zwei Frauen gesehen, die aus der Frauengruppe der Denkmalvorbereitungsgruppe dazugekommen sind. Und ich glaube, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir uns auf den Weg in den Park machen, oder? Genau. Ja. Schön, dass Corona ist zu bist. Du bist geimpft, du bist getestet. Ja, geimpft auch. Und geimpft, also okay. Ich glaube, dann können wir wirklich auch hier an der frischen Luft ohne Maske laufen. Ja. Und ja, auf in den Park, ja? Ja. Ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass einige Fragen bei uns ankamen über die Homepage von der Koralle. Eine davon, oder das heißt, die kamen mehrfach, das war die Frage, wie ihr jetzt mit der Situation umgeht und was sich im Gegensatz zu dem, was vor März 2020 war, bei euch im Leben verändert hat. Was man spürbar tatsächlich mitbekommen hat, das war eben, dass Ausstellungen insofern nicht mehr möglich waren, dass man eben sich dass man direkt vor Ort sein konnte oder mit dem Publikum direkt auch in eine Art Verbindung, Dialog treten konnte. Das hat sich verändert. Also ich musste mir jetzt zum Beispiel einen Job suchen, weil ich halt bewusst gesagt habe, ich möchte die Online-Ausstellung nicht. Ich hatte jetzt eben nicht die Möglichkeiten, direkt in Ausstellung zu gehen, selber Ausstellung zu machen. Und das ist das der Punkt. Zum Künstler-Dasein finde ich auch immer gehört, mit den Betrachtern in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten. Und ich habe es halt versucht über einen virtuellen Weg, was mit Malerei und Grafik einigermaßen geht. Dann habe ich diese Zeit, die einfach jetzt da war, durch dass jetzt nicht so viele Ausstellungsvorbereitungen anstanden, genutzt, meinen Galerieraum herzurichten. Also habe ich einfach auch sehr, sehr intensiv gearbeitet, also künstlerisch gearbeitet, was ja sonst auch immer unterbrochen ist durch Ausstellungsvorbereitungen. Also das fand ich auch eine interessante Zeit, also dass es auch so Reizarmut da war und nochmal ganz andere Themen irgendwie ins Feld kamen, die ohne diese Situation vielleicht nicht ins Feld gekommen wären. Wir sind ja dabei sozusagen an der ersten Station, die ihr hier für uns im Park ausgesucht habt. Ja? Die Fischwelle, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen näher ran. So. Genau. Und ich glaube, dazu kannst du, Christoph, am besten erzählen, weil du damals das Bildhauersymposium in die Stadt geholt hast. Vorweg finde ich es sehr großartig, dass es Förderer gibt und somit auch die Stadt Halbert-Heiligenstadt, die sich dafür auch nicht zu schade war und gesagt hat, wir brauchen eben schon vor Corona eben. Es ist wichtig, dass die Kunst irgendwie auch im öffentlichen Raum steht. Es ist wichtig als Erinnerungsort. 2014 bereits ist die Idee entstanden, denn hier eben ein Holzbildhauersymposium ins Leben zu rufen. Die Arbeiten wurden dann auch allesamt, und das ist auch nicht selbstverständlich, von der Stadt übernommen. Das heißt tatsächlich auch käuflich erworben. So ist dann eben 2015 der Skulpturenweg entstanden. Es gibt 8 Skulpturen, die jetzt hier in Halbert-Heiligenstadt zu sehen sind. Es klingt sehr, sehr komisch, wenn man selber Kunst macht, dann zu sagen, dass es eine Siegerskulptur gibt. Aber tatsächlich wurde diese Arbeit ausgewählt von der Anne Walter.
Und sie hat eben 2014 diese Arbeit entstehen lassen, die Fischwelle. Und soweit ich mich erinnere, gab es einen lustigen Zeitungsartikel mal, dass es hier ein Wasserrad gab, was Forellen geköpft hat. Ich glaube, so aufgrund dieser Geschichte ist dann auch irgendwo diese Fischwelle hier dann entstanden. Für mich ist immer auch so, wo ich immer wieder Spaß dran habe, das ist sind diese Duschköpfe, die vor dem Vitalpark stehen. Die sind ja auch in dem Symposium, von dem du gerade gesprochen hast, entstanden. Und irgendwie finde ich, ermöglichen die auch so ganz vielfältige Assoziationen. Also außer, dass es Duschköpfe sind, also kann man auch andere Dinge drin sehen. Also eine Frage stellt sich ja jetzt hier, was war die Inspiration für diese wunderschöne Skulptur der Regentrude? 2017 bat mich die Stadt Albert-Heiligenstadt, mir Gedanken zu machen, zwecks einer Umsetzung des Märchens von Theodor Storm, die Regentrude. Wollte für mich was haben, was trotzdem diesem Märchen, was ja so zweigeteilt ist, es gibt dieses blaue, diesen Wassergeist, der als gut dargestellt wird, und diesen Bösen, in dem Falle ja Ekenekepen, diesen roten Feuerteufel, der für das Böse viel mehr steht, der das Land ausdürrt. Ich fand diese Idee ganz einfach gut, von diesem Zweischneidigen ein bisschen wegzukommen, mich eher auf das Wasser zu konzentrieren und versuchen, eine Arbeit zu entwickeln, die mit dem Ort gewissermaßen eine Verbindung eingeht, so einen Dialog schafft. Aber auch irgendwie einen Dialog, so eine Schnittstelle schafft, zu den Betrachtern, die eben über diese Brücke gehen können und schon mit einem mahnenden Blick ein bisschen darauf vorbereitet wird, dass für mich oder für alle irgendwie das Wasser eine unglaublich interessante Sache ist, aber auch genau diese Doppeldeutigkeit besitzt mit diesem Leben nehmen und Leben geben. Wir kommen ja gerade von der Regentrude und haben da auch die Gelegenheit genutzt oder sind einfach im Gespräch drauf gekommen. Kunst entsteht auch im Auge der Betrachterin, des Betrachters. Und es gibt Werke, die sind leicht aufzunehmen, ist die Meinung der Fragestellerin. Und andere brauchen ein sich einlassen und nachdenken, um sich etwas zu erschließen, was ja sehr unterschiedlich auch gesehen wird von euch, als wie ihr Kunst schafft, als auch von uns, die wir Kunst betrachten. Ich glaube, dass es eine ganz entscheidende Rolle spielt, wie ich die Dinge betrachten möchte. Dass ich mir bewusst sein muss im Endeffekt, dass das Kunst nicht rein auf das handwerkliche Können reduzierbar ist. Das heißt, es gibt unglaublich viele Ebenen und ich selbst entscheide, wie viel möchte ich davon selbst preisgeben oder mitnehmen. Wie viel brauche ich, benötige ich, um einen Zugang zu kriegen? Bin ich überhaupt gewillt, einen Zugang zu kriegen, wie man Kunst wahrzunehmen hat? Das kann keiner pauschalisieren und sagen, ihr sollt jetzt meine Kunst so und so wahrnehmen. Ich möchte es ganz gerne freilassen und dass sich die Leute einfach Gedanken machen können über die Dinge. Jetzt kam aber auch die Frage danach, ob es ein Kunstwerk in deinem Leben gibt, was dich besonders beeindruckt hat? Ja, ich denke da an eine Arbeit von Louis Bourgeois. Also das ist eine Installation, ein riesiges Fass, in dem ein Bettgestell aufgestellt ist und so verschiedene Glasgefäße hängen und noch andere Gegenstände, die in diesem Fass aufgestellt sind und gehängt sind. Also immer, wenn ich diese Installation sehe, bin ich davon wieder sehr ergriffen. Von einem Kollegen von mir, der Maler ist und Monumentalplastiker ist, jetzt mittlerweile in Rostock lebt, der hat vor Jahren ein Ölgemälde entstehen lassen. Eine nackte Frau, die sich im Rennen, also in einer Dynamik, in einer Bewegung befand, die sich sehr verdreht nach hinten umschaut und dann aber in einem Kornfeld stand. Das ist diese eine Arbeit, auch die auch, soweit ich weiß, keinen Titel trägt, aber die mich auch mit einer tollen Zeit, weil es eben ein Freund geworden ist über die Jahre, ein toller Kollege, mit dem ich zusammengearbeitet habe, das verbindet mich sehr mit dieser Zeit. Das mag ich. Wir sind jetzt hier an der Heinebüste. Werner Löwe hat diese Skulptur 1999, also seit 1999 steht sie, glaube ich, hier. Ich glaube, Heine ist da einer, dem seine eigene Freiheit ganz wichtig war, der sich auch gegen gewehrt hat, was gerade in der Gesellschaft passiert ist. Aber ich glaube, da weißt du wesentlich mehr drüber, Uta. Ja, also Heine hat zu der Zeit 1925 gerade in Göttingen gelebt und studiert. Und er war ja Jude von Geburt aus und hatte sich erhofft, mit dem Übertritt zum christlichen Glauben bessere Chancen zu haben, also auch in den Staatsdienst zu treten. Diese Hoffnung hat sich leider für ihn dann nicht erfüllt.
war weiter als Autor tätig. Es wurde aber für ihn zunehmend schwerer, seine Werke zu veröffentlichen, weil sie der Zensur unterlegen waren. Er ist dann nach Paris gegangen. Erstmal war es nur ein Auslandsaufenthalt, aus dem aber dann ein Exil geworden ist, weil er praktisch in Deutschland keine Möglichkeit mehr hatte zu veröffentlichen. Ja, hier sind wir jetzt bei der vorletzten Arbeit. Diese Matratze hat dann doch schon viel an Urlaubsfeeling und Flair denken lassen. Und viele Leute erinnert diese Arbeit an Urlaub, an Freizeit, an Spaß und Vergnügen. Und sie steht eigentlich in einer ganz harten Kontraposition dem entgegen. Die Matratze ist natürlich eine Anspielung auf viele Matratzen, die zum Teil angespült worden sind, weil Leute eben versucht haben, übers Mittelmeer zu flüchten. Und auch der Wasserkanister, der ist auch tatsächlich von einem real großen Wasserkanister abgenommen worden, sodass man ein Gefühl kriegt für Volumen und wie schwer so eine Geschichte eigentlich sein kann. Für mich persönlich ist es immer wieder spannend zu sehen, was es für Herangehensweisen gibt, was für Assoziationen man zuerst hat. Dieser erste Impuls ist ganz entscheidend bei der Kunstbetrachtung. Und insofern gibt es aber kein Falsch und kein Richtig. Und das würde es nie geben bei einer Kunstbetrachtung, meiner Meinung nach. Ja, wir sind hier in deinem Atelier angekommen, Christoph. Wir haben unglaublich viele Aspekte besprochen. Einer ist allerdings noch offen und die Frage würde ich gerne noch stellen. Und zwar, sollte die Kunst vielleicht nicht noch mehr zu den Menschen in den öffentlichen Raum gebracht werden, anstatt dass ihr als Künstlerin und Künstler wartet, dass die Menschen zur Kunstausstellung kommen? Das greift praktisch was auf, was so Anfang der 60er Jahre so proklamiert wurde. Kunst für alle, also Kunst mehr auch aus einem Aufklärungsaspekt betrachtet, also dass es die Menschen weiterbringt, wenn man sie mit Kunst im öffentlichen Raum konfrontiert. Das wurde dann so in den 80ern auch noch weiterentwickelt und seitdem gibt es halt viel mehr Kunst im öffentlichen Raum. Das finde ich auch total wichtig. Andererseits gibt es natürlich auch Kunst, die einfach einen anderen Rahmen braucht und einen geschützteren Rahmen einer Ausstellung oder eines Museums. Das ist ja die große Frage, ob Kunst irgendeine Aufgabe besitzt. Das ist vielleicht so ein Appell an die Künstler selbst, zu sagen, ja, Kunst im öffentlichen Raum muss sein, muss mehr werden und auch gerade im 21. Jahrhundert. Dass mehr Kunst in die Öffentlichkeit ganz einfach muss, um, wie du es ja auch schon eben ein Stück weit erläutert hast, um so eine Barriere zu durchbrechen. Die Leute können frei entscheiden, dorthin zu gehen, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen, in Dialog zu treten und sich ihre Zeit zu nehmen. Und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gerade, um zu schauen, okay, was macht so eine Stadt interessant? Und auch gerade die Stadt Halbert-Heiligenstadt ist als Förderer vieler Kunstwerke unglaublich interessant und spannend, wie wir jetzt in so einem kleinen Rundgang schon gesehen haben, mit der Regentrude, Wasserfall, Heinrich-Heine-Büste, bis hin 7 Arbeiten von einem Symposium, ein Stipendium wird hier angeboten. Also das ist nicht selbstverständlich, dass eine Stadt bereit ist, unglaublich viel für Kultur zu geben und diese Stadt tut es und da kann man auch sagen, da kann man unglaublich stolz und auch froh sein. Ja, das wäre natürlich ein Traum, wenn das sozusagen völlig normal wäre, dass wir an verschiedenen Ecken, die es hergeben, immer wieder über Kunst stolpern. Mit den Augen, vielleicht auch mal mit den Füßen, kann ja sein. Aber dass wir halt wirklich, dass es wirklich viel normaler wird, dass Werke, die zu bestimmten oder aus bestimmten Zwecken, zu bestimmten Zwecken oder aus meinem Selbstzweck heraus geschaffen wurden, aber dass sie der Öffentlichkeit zugänglich sind. Ah, schön. Wir sind da wieder. Ja, kommt rein. Kommt rein. Ja, gerne. Nachdem wir am vergangenen Samstag einfach aufgehört haben mit dem Drehen hier, weil wir hatten schon viele, viele Fragen beantwortet, haben wir gesagt, wir treffen uns ein paar Tage später nochmal wieder. Also, was, glaube ich, nochmal interessant ist, ist, wie du hier arbeitest und was dich inspiriert. Aktuell sind es größere Projekte gewesen, so ein bisschen im Landart anzusiedeln. Also Großprojekte im Außenbereich, die nicht wirklich dann hier ins Atelier passen, aber hier geplant werden. Skulpturale Geschichten derzeit gerade hier zu sehen, so eine aktuelle Arbeit, die sich jetzt aber auch schon durch die komplette Corona-Geschichte zieht. Leider, ich hätte sie gerne früher fertig, aber nun muss sie noch etwas warten. Viele fotografische Arbeiten. Ja. Und die Frage ist immer, finde ich, schwierig zu klären, was uns so inspiriert in so einer Geschichte. Wir stehen nicht morgens irgendwie auf und sagt: Inspirier mich. Ja, genau. Oder sucht da jemanden, der da irgendwie so inspiriert ist. Man muss da schon selber losgehen. Und für mich ist es eigentlich immer doch relativ klassisch, aber ich starte immer mit so einer Art Empfindung heraus, die ich irgendwo habe. Ich arbeite sehr viel mit Erinnerungen.
Also nutze ich auch Erinnerungen, meine eigenen Erinnerungen, meine persönlichen Erinnerungen eben, wie jetzt bei diesen Arbeiten, zum Beispiel mit dem Titel Transorte, war die doch Idee schon seit mehreren Jahren jetzt so der ganze Werkzyklus eigentlich so entstanden, dass ich alte oder Orte aus meinen Erinnerungen sozusagen wieder erneut besuche. Ich bereise diese Orte und versuche sie mit anderen Erinnerungen zu überschreiben. Also das ist ein ganz wichtiger, großer, zentraler Punkt in meiner Arbeit. Geht euch das dann so, dass ihr in dem Moment, wo ihr sozusagen in diesem Prozess seid, dass ihr euch dann auf ein bestimmtes Material fokussiert? Weil ihr arbeitet mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen, mit Fotografie und Fotografie und Holzbildhauerei ist für mich schon ein ziemlich großer Unterschied. Es ist gar nicht so viel verschieden. In beiden Fällen muss man unglaublich auf die Komposition achten. Und in beiden Fällen geht man sehr, sehr skulptural vor, finde ich. Da entscheidet sich bei mir immer am Anfang, okay, wie kann ich es umsetzen? Ich habe jetzt diese Idee und was habe ich da, wo kommt die am besten, wie komme ich dieser Befindung nahe, die ich am Ende irgendwie wieder haben will, dass ich da irgendwas suche. Also ich bin irgendwie wie so ein Suchender und am Ende will ich das irgendwie ein Stück weit haben. Also da fange ich dann erst zu überlegen, okay, in was für ein Material wäre das jetzt irgendwie gut? Ist es Ton, Gips oder ist es eher eine Konstruktion, die ich brauche? Ist es von mir aus Malerfolie, Plastikfolie? In was für ein Material gehe ich dann über so? Das ist erst so der zweite oder wenn nicht sogar erst der dritte Punkt, den ich dann irgendwie erst als wichtig empfinde, und was man das dann überhaupt irgendwie umsetzt. So, ich versuche das möglichst frei zu lassen. Auch für mich immer viel zu tun mit sich einlassen auf einen Prozess. Also man beginnt einen Prozess mit einer bestimmten Empfindung, wie du sagst, oder mit einer bestimmten Stimmung, und dann verändert er sich und man stößt an Grenzen, irgendwas scheitert, irgendwas gelingt nicht so, und dann muss man das irgendwie Lösungen finden in dem Prozess dann dafür, und das, also da durchzugehen, also da auch dran zu bleiben, das ist für mich auch immer ein wichtiger Teil so der künstlerischen Arbeit. Ihr seid ja beide ausstellende Künstlerinnen und Künstler, und das heißt, ihr werdet immer ein Publikum haben. Schwingt das mit, wenn ihr sozusagen sagt, das ist jetzt für mich in Ordnung, das ist für mich jetzt zu Ende? Ist es wichtig, dass anderen Leuten dann, also was andere Leute darüber denken, in dem Moment, nicht später, aber in dem Moment, wo ihr sozusagen ein Werk abschließt und sagt, du kannst jetzt bleiben? Also im günstigsten Fall kann ich das komplett ausblenden, also diese Vorstellung, was andere sagen, dass jemand anders was betrachtet und ja, da irgendwas zu sagt. Also dann fühle ich mich frei in meiner Arbeit. Natürlich kommt das auch manchmal rein, aber das ist nicht das, was es letztendlich entscheidet, ob es fertig ist oder nicht. Bewusstsein und Selbstvertrauen zu tun in die eigene Fähigkeiten. Das ist meine Intuition, die dann irgendwann sagt, jetzt ist es fertig. Okay. Ich habe auch schon Sachen zu lange, also wollte es zu perfekt haben oder zu irgendwie was, und dann war es irgendwie verdorben und ich musste nochmal weiter suchen und nochmal wieder in den Prozess gehen. Das wären nicht unbedingt die schlechtesten Sachen, aber es ist natürlich dann auch wieder anstrengend. Ne? Und man wusste, vorher war es schon mal irgendwie eigentlich fertig. Wie du schon richtig sagst, im Endeffekt spielt es für mich auch nicht die Rolle, fertig zu sein. Also in dem Sinne gibt es kein Fertig. So, das Ding ist, bin ich damit zufrieden, da laufen unglaublich viele Dinge zusammen. Man kämpft immer so ein bisschen mit dieser Diskrepanz, so mit diesem Ding im Kopf, was man im Kopf hat, und man möchte es jetzt irgendwie versuchen, da hinzukriegen. Und da scheitert man bei immer, wenn man das versucht. Jetzt würde man ein Gesicht zeichnen wollen, man hat es im Kopf, man kann es aber so nicht und man wird es auch nie so aufs Papier kriegen. Und diese kleine Unstimmigkeit, die finde ich doch ganz interessant. Und insofern kann man nie sagen, oh, jetzt bin ich fertig, genauso habe ich es mir vorgestellt. Das wäre völliger Bullshit. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn gar nichts passiert. Wenn du gelangweilt bist von der Arbeit, du weißt, du musst was ändern, aber du kommst nicht weiter und manövrierst dich dann in so einen Stillstand rein, und das kann hart werden, ja, aber also die Dinge sind dann am Ende meistens für mich irgendwo gelöst. Wir hatten uns, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ihr erinnert euch, hatten wir überlegt, wie das nach Corona, oder hatten wir gefragt, wie es wohl nach Corona weitergehen wird, ob die Schwierigkeit, Kunst erleben zu können, das Bedürfnis geweckt hat, mehr Möglichkeiten zu haben. Wir sind immer noch in den Corona-Zeiten. Das ist, glaube ich, noch nicht zu sagen. Aber da wir eh bald zum Schluss kommen müssen für unsere Veranstaltung, wäre das vielleicht nochmal schön, einen Ausblick, also eure Meinung dazu oder eure Wünsche dazu zu hören. Ich glaube, dass ich in der Zeit, was ich
Wenn man sagen kann, dass es was Positives gab, viel mehr Mittel und Möglichkeiten und natürlich auch Wege dann ergeben hat, Kunst zu zeigen, ob das jetzt für jeden der richtige Weg ist. Für mich persönlich ist es nicht der richtige Weg, meine Skulpturen online zu zeigen. Aber umso mehr kann man sehen, dass die oder auch mitbekommen, dass die Kunstwerke im öffentlichen Raum immer mehr an Bedeutung gewinnen. So, das ist, man kann nicht ins Museum, man muss eben rausgehen. Und das ist, dort kann man Kunst erleben. Und das ist vorher so ein bisschen fast in den Alltag gerutscht und gesagt, naja, man geht eben so daran vorbei. Und ich glaube, dass es doch viel mehr gemacht wird. Und das merkt man jetzt auch, dass es viel mehr Angebote gibt, die unterstützt werden, die subventioniert werden für Künstler im Außenbereich eben an Ausschreibungen teilzunehmen, und ich glaube, das wird auch noch mehr, und daran sieht man, dass da eben auch ein Bedarf da war, den man vorher vielleicht nicht ganz so gesehen hat. Das ist jetzt vieles, auch über die ganzen Mittel zum Beantragen, dass es da auch ein Stück weit einfacher geworden ist. So. Ja, also ich denke auch, dass die Corona-Krise ja viele gesellschaftliche Probleme wie in so einem Printglas deutlicher, oder wie in so einem Vergrößerungsglas gezeigt hat, also und dass vielen vielleicht jetzt auch bewusst geworden ist, was ihnen fehlt, wenn die, also Kultur zu erleben, nicht möglich ist, und es ist zu hoffen, dass es mehr wertgeschätzt wird. Ich dachte auch gerade an Richard von Weizsäcker, der auch schon die existenzielle Wichtigkeit von Kultur hervorgehoben hat und gesagt hat, das ist das, was unser inneres Überleben sichert als Gesellschaft. Und das finde ich schon, ist vielleicht in der Krise jetzt nochmal deutlicher geworden. Vielen lieben Dank an dich, Uta, an dich, Eli, Erik, der Filmer. Ja, super. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Es war auch total spannend. Das waren jetzt viele Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Hätte ich gar nicht gedacht, die waren vorbei. Und dann ist es nicht viel am Ende. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist vielleicht auch erst ein Anfang. Vielleicht ein Anfang. Ja, vielleicht, es muss ein Anfang sein. Eine Fortsetzung. Okay, dann würde mich freuen machen mit euch. Ciao.